19 Punkte waren nicht genug. Schauspieler Timo Oelker hat es nicht in die nächste Runde bei Let's Dance geschafft. Juror Joachim Jambi begeistert derweil mit Perücke und pinkem Paillettenanzug. Er hatte schon ein ungutes Gefühl und behielt am Ende recht. Schauspieler Timo Oelker muss die RTL-Show Let's Dance verlassen. Der 32-Jährige erhielt für seinen Wiener Walzer zu Sex on Fire von Kings of Leon zu wenige Zuschauerstimmen. Ich bin nicht ganz zufrieden. Hatte er unmittelbar nach seinem Tanz mit Malika Tschumev gesagt. Die 19 Punkte der Jury reichten dann in Kombination mit den Zuschauerstimmen nicht aus, um weiterzukommen? Derweil mausern sich Moderatorin Janin Ullmann und Zirkusartist René Kesseli zu den Favoriten der diesjährigen 15. Staffel. Zunächst legte Ullmann mit Zsolt Sándor Csecke den ersten 30-Punkte-Tanz des Abends vor. Nur wenige Minuten später ertanzten sich Kesseli und Katrin Menzinger ebenfalls die Höchstpunktzahl. Das könnte ein gutes Duell Ullmann gegen Kesseli werden. Ihr seid im Moment wirklich toll, lobte Juror Joachim Jambi. Der sonst so strenge Juror überraschte später mit dem buntesten Auftritt des Abends. Bei einem Jury-Team-Tanz ließ der 57-Jährige seine Schützlinge zu einem Schlagermedley aus den 70er Jahren aufs Parkett und trug dabei auch selbst in alter Showmaster-Manier eine blonde Perücke und einen pinken Paillettenanzug.